Ja, im Endeffekt war es dann halt so, dass es einfach nur ein chilliges, spaßiges Spiel wurde und kein Action-Game. Ich glaube, ein Action-Game hätte hier auch überhaupt nicht gepasst. In der letzten Folge von Kirby und das magische Garn. Die Hoppler-Hülle konnten wir unerwarteterweise tatsächlich mit der Goldmedaille abschließen. Und der Dino-Dschungel hat mich dann daran erinnert, wie gerne ich doch früher in meiner Kindheit in einem Land vor unserer Zeit geschaut habe und habe euch gefragt, ob ihr das auch kennt, und laut den Kommentaren sieht es wohl so aus, als wäre ich nicht der Einzige, der das noch kennt und gerne geguckt hat. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Kirby und das magische Garn. Wir machen heute weiter im Hitzland. Der Boss, und zwar der Flanellphönix, wartet auf uns. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Wie gesagt, ich bin immer ein bisschen am Vorproduzieren für unter der Woche, weil Schule und so. Deshalb heute wieder kein Fanart oder vielleicht auch doch ein Fanart, aber ich erwähne es zumindest nicht. Aber vielleicht blende ich es euch ja trotzdem ein, wenn ich eins bekommen habe. Ne? Kennt euch alle aus. So, der Flanellphönix. Mal gucken, was uns hier erwartet. Okay. Aha. Uiuiuiui. Was geht hier ab? Wir brauchen wieder den zusätzlichen Flicken, ne? Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir tatsächlich aufpassen. So, schießen wir dich mal ab, mein Freund. So, wir versuchen einfach mal unser Bestes. Wir werden ihn erstmal noch nicht damagen. Das wisst ihr ja, warum. So, er kommt jetzt wahrscheinlich hier irgendwo. Oh, okay, wir hätten uns ganz nach oben begeben sollen. Okay. Ihr wisst ja, warum wir ihn noch nicht damagen, sondern ihn erstmal nur so abschießen. Denn wir wollen ja den Flicken haben, ne? So, und das reicht auch schon. Jetzt können wir ihn auch wirklich damagen. Oh, nein. Oh, ich bin so inkompetent. Ach, egal. Machen wir halt noch eine Runde länger. Ja. Wie war das mit, machen wir noch eine Runde länger? Ja, ich verkacke jetzt schon fast wieder. Zack, weg mit dir, mein Freund. Und zack, weg mit dir, mein Freund. Okay, hier bekommt man doppelt, hier wird alles doppelt gemoppelt. Okay. Alles klar, Freunde. Hui! What is going on hier? Oh, Mama. Alles klar, Freunde. Was macht der denn? Okay, der Flanellphönix lässt es krachen, würde ich sagen. Der lässt es auf jeden Fall krachen. Wie war das? Scheiße. Junge. Lass mich mal bitte in Ruhe hier. Das wäre eigentlich mal ganz nett, wenn du mich in Ruhe lassen würdest. Ich versuche immer wieder meine Sterne einzusammeln, aber es funktioniert halt nicht immer. So, und jetzt haben wir ihm nochmal ein Leben abgezogen und zack. Alles klar. Oh, oh, das geht nicht gut aus. Holy moly. Close. Und jetzt sein letztes Leben. Man sieht ja auch schon, sein Garn ist wieder extrem dünn. Also, der überlebt nicht mehr lange. Also ja, einen Hit braucht er noch. Generell den Boss hier finde ich sehr spannend. Finde ich wirklich sehr spannend, den Boss. So, komm, spuck wieder deine... Oh, er spuckt nochmal seine Kometen raus. Oh mein Gott. Not so gut. Wir wollen ja alles wieder zurückhaben hier. Okay, oh Gott, er kommt hier runter. So, und jetzt spuck bitte deine Feuer, Vögel. Ja. Es ist so super. Wir warten einfach. Wir behalten uns unser Garn-Dingsbums. So, und jetzt Schuss! Und zack! Das war's. Nice! Wir haben ein neues Stück des magischen Garns zurückerobert. Und damit schalten wir wieder eine neue Welt frei. Mal gucken, was wir jetzt wieder für eine geile Geschichte vom Geschichtenerzähler bekommen. Ich bin ja mal sehr gespannt. Wir haben den Flicken auch wieder bekommen, ne? Wisst ihr Bescheid? Flicken haben wir.
Alles klar. Und wir haben die Musik des Flanellenphönix natürlich bekommen und die Sanduhr. Und jetzt bekommen wir wieder eine neue Cutscene. Hurra! Wir haben ein weiteres Stück des magischen Garns gefunden. Das magische Garn schimmerte und wand sich spiralförmig bis in den Himmel hinauf. Das Garn webte sich in den Stoff des Königreichs und nähte zwei Teile Stofflands wieder zusammen. In Dreamland unterdessen waren alle Waddle Dees in Schloss DDD eifrig am Arbeiten. Schneller, los, weiter, ihr wird nicht gefaulenzt, blaffte König DDD. Plötzlich bemerkte der König, dass einer seiner Waddle Dees etwas seltsam aussah. Dieser Waddle Dee war in Wirklichkeit eine von Grimgarns Kreaturen. Bald werde ich ganz Dreamland um meine Stricknadeln gewickelt haben, wieherte Grimgarn. Was fädelte er da nur ein? Wow! Das ist so ein krasser Wortwitz, ne? Ich sage mal gar nichts dazu. Okay, jetzt haben wir erfahren, was in Dreamland unterdessen abgeht. Interessant. Okay, jetzt haben wir hier eine Sanduhr. Und diese Sanduhr hat die Pyramide aufgefüllt und deshalb kommen wir in das Level rein. Temperamentstempel. Diese Overworld-Dinge, die sind immer wieder super. Also der Temperamentstempel sieht mir etwas schwer aus. Ich weiß nicht. Könnte schwer werden. Oder es ist einfach wieder ein Level, wo wir nur eine Verwandlung haben. Also das Feuerwehrauto. Das kann natürlich auch sein. Das war ja beim bei der Maulwurfsverwandlung war das ja auch so, dass wir da einfach nur eine Verwandlung das ganze Level über hatten. Oh, da mussten wir tatsächlich mal springen. Wow! Wir mussten springen, um etwas zu bekommen. Da ist ja irgendwas ganz übermäßig faul. So, zack. Schön, schön. Und zack. Jawohl. Na komm, ich will dich zerstören und deine Juwelen haben. Muhahaha. Ich bin so böse. Ich bin so ein böser Bube. Oi. Ja. Oh, lol. Der hatte was dabei. Pyramide. Manche sagen, dass dieser dekorative Gegenstand heilende Kräfte hat. Und wenn wir gerade schon dabei sind, habe ich wieder einen Kommentar von Seven mit dabei. Passt ja tatsächlich auch gerade gut dazu. Und zwar hat er das geschrieben im Zusammenhang, wo ich gesagt habe, dass das Spiel ja dass ich einschlafen könnte. Und dass das Spiel ja eigentlich langweilig ist und so, dass ich einschlafen könnte. Aber es ist auch cool, weil ist halt chillig. Und da in dem Zusammenhang hat der gute Seven dann geschrieben. So, warte, lass mich mal ganz kurz konzentrieren hier. Und zwar hat er geschrieben. So, muss ich ganz kurz pausieren. Kirby's Epic Yarn sollte durch eine unverwechselbare Ausdrucksweise, haben und aus dieser Ausdrucksweise abgeleitete Mechanismen etwas Schönes zu bieten. Dabei haben sie versucht, dass allein, wenn man mit der Garnfigur herumläuft oder die Vielzahl von Mechanismen und Konstruktionen ausprobiert, Spaß hat. Aber die Entwickler selbst fanden es aus Sicht eines Actionspiels, also die Entwickler selber sahen das Spiel als Actionspiel, Zitat, als wir es als Actionspiel spielten, verwickelten sich die Feinde nicht und der Schwierigkeitsgrad war extrem niedrig, sodass etwas fehlte. Ein kleiner Funfact nochmal dazu. Das Studio Goodfeel ist aus Entwicklern geformt, die eigentlich früher Actionspiele gemacht haben. Und genau das erklärt natürlich auch, warum sie erwartet haben, ein Actionspiel zu machen. Weil sie es nicht anders gewohnt waren. Ne? Sie waren es halt nicht anders gewohnt. Und deshalb sahen sie das halt aus Sicht eines Actionspiels. Im Endeffekt haben sie es aber nicht geschafft, ein Actionspiel zu machen. Sie wollten ein spaßiges Actionspiel schaffen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe aus dem Kommentar. Aber, ja,
Kamelkissen. Dieses Kamelkissen hat zwei Höcker. Einen für dich und einen für einen Freund. Ja, im Endeffekt war es dann halt so, dass es einfach nur ein chilliges, spaßiges Spiel wurde und kein Action-Game. Ich glaube, ein Action-Game hätte hier auch überhaupt nicht gepasst. Was hat Kurtfield denn früher für Action-Spiele gemacht? Kennt man die Action-Spiele, die sie gemacht haben? Oder sind das eher so, ja, Spiele, die eher so keiner kennt? Das würde mich mal interessieren. Also, Seven, vielleicht du oder auch jemand anderer, falls das irgendjemand weiß, könnt ihr mir gerne Bescheid geben. Würde mich interessieren, was Goodfield denn früher so für Spiele gemacht hat. Wenn Seven schreibt, dass die früher, beziehungsweise, sie wurden ja aus Leuten, die Actionspiele gemacht haben, geformt. Das heißt, die haben früher natürlich noch nicht als Goodfield existiert, aber was haben die Entwickler denn früher so für Spiele gemacht? Das meinte ich. Ich meine, ne, so habe ich das jetzt verstanden. Goodfield wurde aus Leuten geformt, die eben früher Actionspiele gemacht haben, aber Goodfield war ja nicht immer Goodfield. Das wurde ja aus anderen Entwicklern zusammengeschustert, so wie das halt in der Spielebranche so ist. Ja, genau. Und ich hoffe, ich habe die Musik-CD jetzt nicht irgendwo vergessen. Aber ich glaube, nein. Also ich hoffe es einfach mal. Okay, weg mit dir, mein Freund. Du bist echt nicht vonnöten hier. Oh Gott. Ich würde da ja schon gerne rüber. Oh lol, ich hab's geschafft. Yo, nice. Okay, ich gehe hier rechts rüber. Okay. Ich weiß nicht, ob es so schlau war, hier rechts rüber zu gehen. Ich hoffe einfach mal. I hope so. Ich hoffe, dass da links jetzt nicht die Musik-CD war. Oh, da ist sie. Filzingen. Diese Musik läuft in Filzingen. Okay, in den Zusatzleveln bekommt man immer so Overworld-Musik und so weiter. Ja. Ist auch eigentlich ziemlich geil. Weil in den Zusatzleveln läuft halt Musik, die wir schon kennen. Aber dafür bekommen wir hier die Musikstücke aus der Overworld. Die muss man ja auch irgendwo herbekommen. Und für jedes Level können die auch wirklich kein eigenes Musikstück machen. Das ist nicht möglich. Das wäre viel zu viel Aufwand. So, und jetzt gehen wir hier durch und, oh Gott, uns fehlen hier ein paar Badges. Ja, die haben wir wahrscheinlich auch irgendwo übersehen, aber ist egal. Wir haben ja ganz locker die Goldmedaille zusammenbekommen, von daher kein Stress, ne? Gar kein Stress. Na, 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 na. Ja. Geilo, nice. Nice, nice, nice. Nice, moise. So. Okay. Weiter geht's. Die Kerze haben wir gefunden als Flicken. Wie viele Level gibt's denn hier jetzt noch? Eins oder zwei? Ich bin mir gerade sehr unsicher. Werden wir mal gucken. Okay. Ja, die Zündschnur wird angezündet und sprengt hier wahrscheinlich das Level frei, oder? Nee, okay. Nur Feuerwerke werden ausgelöst. auch cool. Und durch diese Feuerwerke verschwinden die Wolken und damit erscheint ein neues Level. Die Ideen sind schon sehr kreativ, muss ich sagen. Dämmerdünen heißt das Ganze. Okay. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz auf der World Map an. Nee, hier A muss ich drücken, oder? Was, A? Ja, genau. Es gibt immer, genau, okay. Es gibt immer vier Hauptlevel, also beziehungsweise drei Hauptlevel. Oder waren es... Nee, vier. Es gibt vier Hauptlevel, ein Boss-Level und zwei Zusatzlevel. Okay, wissen wir das auch. Und jetzt gehen wir erstmal zurück nach Filzingen, denn wir müssen noch ein Suchmich-Level machen, wenn mich nicht alles täuscht. Beziehungsweise gehen wir erstmal in Perlines Stube, denn die hat ja auch ein Level für uns. Aber irgendwie war das noch nicht freigeschalten, weil wir das Level dazu noch nicht gespielt haben. Nee, haben wir auch noch immer nicht. Warum ist das so? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber mir ist es auch egal. Wir gehen zu Such mich. Such mich ist eh cooler. fett gedisst, würde ich sagen. Such michs Bude. Na komm. Hi, Such mich. Wie geht's dir? Hast du ein Level? Ja, den Dino-Dschungel hat sie für uns bereitgestellt. Okay, na dann. Ab in den Dino-Dschungel. Gucken wir mal, das waren jetzt, waren es drei Sterne beim Schwierigkeitsgrad? Ich glaube fast ja.
Ah, da bin ich aber mal sehr gespannt, ob es jetzt wirklich schwerer wird. Na gut, ich bin wirklich gespannt, ob es schwerer wird. Oder ob das alles nur Lug und Betrug ist. Ist ja alles nur Lug und Betrug. Wir haben ja schon zwei. Als ob wir schon zwei haben. Ah, ja, 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 ja. Das ist zu einfach, Freunde. Es ist zu einfach. Ich bin einfach so ein Soss, dass da leider gar nichts mehr geht. Ja, da kann man leider echt nichts machen. So easy, wie das ist. Zack. Alles klar. Da kommt ein neuer Dino. Hallo, aufwachen. Ich würde gerne mitfahren. Dankeschön. So, wo haben wir noch Suchmichs? Da ist eins. Eie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